Ja, hallo, liebe Pentax-Freunde. Es ist kaum zu glauben, es gibt schon wieder gute Neuigkeiten für uns. Nur wenige Monate nach dieser großartigen Ankündigung, dass es vielleicht irgendwann, wer weiß, neue Analogkameras geben soll, kommt jetzt die K33 Monochrom auf den Markt. Und ja, das ist wieder eine Hammer-Ankündigung in der gleichen Größenordnung, mindestens. Warum? Das erkläre ich gleich. Es gibt ja schon ein paar Videos zu dieser neuen Kamera. Es gibt schon ein paar Leute, die sie testen durften, die damit fotografieren durften. Ich gehöre leider nicht dazu. Ihr ahnt es, sie würde ansonsten vor mir auf dem Tisch stehen. Klar, ich habe nur diesen kleinen Kanal hier mit ein paar hundert Abonnenten und dilettantischer Produktion, aber gleichzeitig ist das hier trotzdem einer der größten deutschsprachigen Kanäle mit Pentax-Schwerpunkt. Und deswegen sehe ich mich genötigt, zu diesem Thema auch meinen Senf dazu zu geben. Dabei mag ich eigentlich keinen Senf. Aber ich könnte mal wieder Rouladen kochen. Aber ich fotografiere ja tatsächlich auch gern monochrom, wenn auch bisher mit sowas und sowas. Aber das ist auf jeden Fall ein Grund für mich, mich dieses Themas anzunehmen und zu erklären, warum die K33 Monochrom so cool ist. Grundsätzlich ist die K33 Monochrom ja weitgehend identisch mit dem ursprünglichen Modell, nur dass der Sensor keinen Bayer-Farbfilter hat. Was bedeutet, dass er bei Schwarz-Weiß-Aufnahmen jetzt einen höheren Dynamikumfang, bessere Bildqualität insgesamt, vor allem bei hoher ISO aufweist. Das haben eben die anderen Fotografen, die diese Kamera schon getestet haben, auch nachgewiesen. Aber braucht man sowas wirklich? Ist der Unterschied wirklich so groß gegenüber umgewandelten Farbbildern? Na, ich würde sagen, man braucht es eigentlich nicht, aber was von dem, was man sich kauft als Fotograf, braucht man denn tatsächlich? Zu dem Thema gibt es ja auch schon ein Video. Übrigens wäre es mir sehr recht, wenn die beleidigten Schnösel unter den Leica-Usern weiterhin dort kommentieren, damit der Kommentarbereich unter diesem Video hier zivilisiert bleibt. Danke. Der Grund für diesen Hinweis ist, dass Leica lustigerweise am selben Tag wie Pentax noch eine neue Kamera vorgestellt hat, auch eine monochrome Leica M11 Monochrom. Die hat einen Vollformatsensor und eine deutlich höhere Auflösung, aber kostet mehr als 9000 Euro. Und versteht mich jetzt nicht falsch, ich finde das gut, ich finde das toll. Denn die K33 ist für eine APS-C-Kamera schon echt teuer. Aktueller Marktpreis etwa 1700 Euro. Und die Monochrom-Version wird noch teurer. Also Einführungspreis 2500 Euro. Es wäre mir echt schwer gefallen, das zu rechtfertigen. Aber jetzt kann ich sagen, schaut mal her, im Vergleich zu Leica, was diese Pentax für ein super Schnäppchen ist. Danke, Leica. Und noch dazu hat die K33 Monochrom ja sogar Autofokus und einen optischen Sucher natürlich und Bildstabilisator, Pentax Tradition seit 2006, das bekommt Leica bis heute nicht hin. Und noch dazu hat man mit Pentax eine größere Flexibilität bei der Objektivauswahl. Hätte ich auch nie gedacht, dass Objektivauswahl mal ein Pro-Argument im Vergleich für Pentax sein würde, aber na, bei Pentax hat man Brennweiten bis zu 450 mm zur Verfügung. Keine Chance mit Leica M. Und bevor die Leica-User jetzt wieder ankommen und den Purismus ihrer Kameras verteidigen, man muss diesen ganzen Schnickschnack bei Pentax ja nicht nutzen. Man kann auch ein manuelles Weitwinkelobjektiv aus Analogzeiten dranhängen und so tun, als wäre diese K33 eine Leica Q noch was. Aber man hat eben die Möglichkeit, auch mehr draus zu machen. Ich war ja ziemlich kritisch gegenüber der ursprünglichen K33, also eine Spiegelreflexkamera mit APS-C-Sensor ohne Klappdisplay zu diesem Preis. Wer sollte die kaufen? Also, da wurden nur die bestehenden Pentax-User angesprochen, aber irgendjemand, der bis jetzt nicht in diesem System zu Hause war, der hat sich diese Kamera nicht gekauft. Jetzt mit der K33 Monochrom, finde ich, sieht es ganz anders aus. Da ergeben diese zweifelhaften Entscheidungen plötzlich alle viel mehr Sinn. Also zum Beispiel, dass es sich um eine Spiegelreflexkamera handelt, klar ist eine Pentax. So K33 Monochrom, generell Monochromkamera ist ja für Puristen und die wissen auch eher so einen optischen Sucher zu schätzen. Und der APS-C-Sensor, naja, also Vollformat wäre schön gewesen, aber eben für die Puristen, die auch gerne dann da alte Objektive dranhängen, diese alten Objektive, die sind ja oft in der Bildmitte ziemlich gut. Aber sie haben zum Rand hin ihre Schwächen, vor allem in den Ecken. Mit APS-C-Sensor kein Thema. Ja, so kann man es einigermaßen rechtfertigen. Und zusätzlich ist die Kamera dadurch natürlich etwas kompakter als ein Vollformatmodell. Und da kommen wir auch gleich zum fehlenden Klappdisplay, das ja auch so eine Entscheidung war, die die Kamera möglichst kompakt gestalten sollte. Und die Frage ist ja, wer braucht am meisten so ein Klappdisplay? Ich glaube, das sind
die Naturfotografen. Und die sind nicht unbedingt die Zielgruppe dieser Monochromkamera. Die richtet sich eher an Streetfotografen, die es gern kompakt haben, vielleicht noch People-Fotografie, also Porträt und Architektur, vielleicht ein bisschen Landschaft, aber eben alles Fotografie-Genres, wo man jetzt nicht unbedingt in Bodennähe fotografieren will. Das heißt, die Nachteile der ursprünglichen K33 fallen hier viel weniger ins Gewicht. Der eine Nachteil, der natürlich bleibt, ist der Preis. Aber wie gesagt, verglichen mit Leica ein absolutes Schnäppchen und ein absolutes Alleinstellungsmerkmal für Ricoh Pentax, denn kein anderer Hersteller hat eine Monochromkamera zu einem halbwegs erschwinglichen Preis mit Komfortfunktionen wie Autofokus im Programm. Also das ist was, was tatsächlich eben User von außerhalb des Pentax-Systems anziehen könnte. Und damit kommen wir zum persönlicheren Teil dieses Videos. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, ist diese K33 Monochrom für mich persönlich interessant? Und wie gesagt, ich mache viel Schwarz-Weiß in letzter Zeit. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand in den letzten Monaten mal durch mein Bildarchiv gescrollt hat, da ist ein ziemlich hoher Monochrom-Anteil, wenig Farbe. Eigentlich ist diese Kamera ja genau das, worauf ich gewartet habe. Manch einer fragt sich vielleicht, warum überhaupt diese Schwerpunktverlagerung auf Schwarz-Weiß neuerdings. Es liegt zum einen an der Jahreszeit, aber zum anderen, ich schiebe schon seit Monaten einen Videobeitrag vor mir her mit dem Arbeitstitel Landschaftsfotografie ist tot und Lumina ist der Mörder, ungefähr so. Die Fotomontagen nehmen einfach überhand, seit man mit ein paar Klicks einen Himmel austauschen kann. Und das Schlimme daran ist nicht, dass die Leute das machen, sondern dass die Leute sowas sehen wollen. Also wenn einer sagt, was soll der Scheiß, warum Himmelaustausch, warum verarscht er uns, kommen 10 andere Kommentare, die sagen, lass ihn doch, wir wollen das sehen. Ja, okay, wenn ihr das sehen wollt, dann bin ich raus. Aber ich wollte mir das Fotografieren natürlich trotzdem nicht nehmen lassen und deshalb habe ich mich verstärkt mit Stadtlandschaften beschäftigt, in Schwarz-Weiß eben, in einem eher dokumentarischen Stil. Das war eben für mich eine Methode, um mich zu distanzieren von dieser ganzen Fotomontage-Scheiße, die gerade die sozialen Netzwerke flutet. Und um mich noch gründlicher davon zu distanzieren, habe ich mich eben bewusst dafür entschieden, die Bilder analog zu machen und schon vor der Aufnahme zu entscheiden, wenn ich die Farbe weglassen will und einen Schwarz-Weiß-Film zu verwenden. Diese bewusste Entscheidung für Schwarz-Weiß schon vor der Aufnahme ist aber natürlich auch ein gutes Argument für so eine Monochromkamera. Allerdings würde mir da dann die Filmentwicklung fehlen und überhaupt das ganze Gefühl der Analogfotografie, das entschleunigte, bewusste und die Geduld, die man aufbringen muss und das Gefühl, wenn der Film aus der Dose kommt und man das erste Mal seine Negative sieht. Das kann halt so eine digitale Monochromkamera nicht ersetzen. Andererseits kostet diese Filmentwicklung natürlich auch Zeit. Die könnte ich auch anders sinnvoll nutzen. Ich könnte zum Beispiel in dieser Zeit stattdessen Musik machen. Ich könnte allerdings auch auf andere sinnlose Zeitverschwender verzichten und stattdessen Musik machen, was ich ja auch nicht tue. Also. Außerdem gibt es ja als Argument für Analogfotografie auch noch den Austausch mit anderen Analogfotografen. Und es sind meistens Leute, die ein bisschen was davon verstehen. In der digitalen Welt sieht das ja leider nicht immer so aus. Und es gibt ja große Communities, zum Beispiel bei Reddit. Allerdings fotografiere ich leider keine Tankstellen, keine U-Bahn-Stationen und keine Straßenschluchten mit roten Leuchtreklamen auf CineStill 800T-Film. Das heißt, ich bin ausgeschlossen vom R/Analog-Circle-Jerk, was auch wieder ein bisschen schade ist. Trotzdem habe ich mir gesagt, schon vor Erscheinen dieser neuen K33 Monochrom, ich werde diese Kamera nicht brauchen, denn ich habe ja meinen CMS20 und die Bildqualität, die der mir liefert, die steht nicht zurück hinter dem, was eine Digitalkamera kann. Allerdings hat er doch einen Nachteil: Empfindlichkeit ISO 12 bis 20. Und dieses Bild hier zum Beispiel, das ist digital. Das hätte ich damit nicht machen können, auch mit meinen anderen Filmen keine Chance, denn dafür braucht man einfach eine höhere ISO. Und eine wetterfeste Kamera wäre auch ganz gut. Diese hier wäre dafür eher ungeeignet. Dazu kommt noch, dass diese digitale Monochromkamera natürlich teuer ist, aber Film kostet ja auch Geld. Dieser CMS20 liegt einschließlich Entwickler mittlerweile auch bei über 12 Euro. Und wenn ich jetzt mit dieser K33 Monochrom das Äquivalent von 200 solchen Filmen verschieße, dann hat sich die Investition schon rentiert. Wenn man also davon ausgeht, dass ich jede Woche so einen Film hier fülle, dann habe ich die Investition
in 4 Jahren wieder drin, wenn ich die K3 Monochrom kaufe. Allerdings fülle ich nicht jede Woche so einen Film. Schon gar nicht zu dem Preis. Ich sehe es gar nicht ein, so viel Geld für so einen Film zu zahlen. Na gut, der Film ist jetzt schon da, aber der ist ja auch noch nicht lang so teuer. Aber eben, wenn ich nicht bereit bin, so viel Geld für so einen Film auszugeben, dann kann ich doch gleich die Monochrom-Kamera kaufen. Aber wenn ich nicht bereit bin, so viel Geld für den Film auszugeben, dann bin ich auch erst recht nicht bereit, so viel Geld für die Monochrom-Kamera auszugeben. Aber wie gesagt, dieser Film ist ja auch noch nicht lang so teuer. Erst im Januar kam diese Preissteigerung von weniger als 6 auf mehr als 9 Euro. Und na, es gibt noch Alternativen, zum Beispiel so ein Agfa Copex Rapid, aber den hat genau dasselbe Schicksal ereilt. Dann gäbe es noch den Adox HR50, den ich auch gern verwende, aber der ist bis jetzt noch konstant im Preis, wer weiß wie lang. Deshalb habe ich, als ich diese plötzliche Preissteigerung bemerkt habe, schnell noch geschaut, welche Händler diesen Film oder diese Filme noch zum alten Preis anbieten und mich dann mit einem entsprechenden Vorrat eingedeckt. So. Und der muss jetzt erstmal aufgebraucht werden. Dazu kommt noch, dass die farblose Jahreszeit jetzt ja gerade endet. Jetzt kommt der Sommer, jetzt gibt es wieder Farbe in der Natur und dieses Analog-Schwarz-Weiß war eigentlich eher immer so ein Winterding für mich. Vielleicht macht jetzt mit der Farbe in der Natur durch die Landschaftsfotografie wieder mehr Spaß. Wann soll ich diese ganzen Filme aufbrauchen? Vielleicht bis zum nächsten Winter. Dann kann ich ja die Entscheidung nochmal überdenken. Vielleicht dauert es auch bis zum übernächsten Winter. Mal schauen. Bis dahin weiß ich, ich werde entweder noch tiefer in die Analogfotografie einsteigen, vielleicht mit Dunkelkammerprints anfangen, oder ich kaufe doch eine K33 Monochrom, die bis dahin vielleicht etwas günstiger ist, vielleicht auch schon gebraucht erhältlich. Aber ich glaube, beides auf einmal unrealistisch. Fest steht allerdings, bis dahin habe ich noch eine lange Liste an Analog-Video-Themen abzuarbeiten, also wer mir für Analog-Content gefolgt ist, ihr könnt gern hierbleiben. Wie beende ich jetzt eigentlich dieses Video? Vielleicht mit ein paar analogen Stadtlandschaften aus den letzten Monaten. Wenn es euch gefällt, bleibt dran. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.